Halli und hallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Und ihr seht, ich habe weder Mühen noch Kosten gescheut, euch mal was komplett anderes zu zeigen. Wir sind hier im Nationalpark Grand Canyon. Weit weg von den üblichen Szenerien, die ich sonst so besuche. Und ja, ich habe einfach mal gedacht, ich nehme euch mit auf eine Reise, die auch für mich neu und unbekannt ist. Ich wollte einfach mal was anderes machen, was anderes sehen. Und vielleicht geht es euch genauso. Ich habe euch nicht am Start teilhaben lassen. Warum? Das waren gut 10 Minuten, die jetzt das Filmchen kürzer wird. Und ihr wisst, dass ich in der Lage bin, dass ich in der Lage bin, eine Savage Cup, so heißt das Flugzeug von Slim Aviation, zu starten. Also wirklich absolut kein Problem. Absolut. Dieses Flugzeug ist ja so treu, doof und einfach in der Bedienung. Ihr werdet wissen, dass ich das hinkriege. Also habe ich gesagt, ich warte noch ein bisschen. Es war auch relativ langweilig, gerade ebene Strecke. Jetzt wird es interessant. Und da wollte ich euch mitnehmen. Ich bin in meinem Leben noch nie durch den Grand Canyon geflogen. Ich glaube, es gab mal bei irgendeinem Flugsimulator, da konnte man zu irgendeinem Stausee hinfliegen. Das war dann auch das größte der Gefühle, was ich mit dem Flugsimulator gemacht habe in Amerika. Ja, hier sind wir. Schön, dass ihr mich eingeschaltet habt. Ich hoffe, was ihr heute zu sehen bekommt, begeistert euch genauso, wie es mich begeistert. Also wenn ich hier rundherum schaue. Wobei diese rote Farbe erinnert mich auch an eine Örtlichkeit in Australien. Die haben da wohl sehr viele Gegenden mit rotem Sand. Der rote Sand ist wohl ganz, ganz ekelhaft. Ja, wenn man hier so guckt, man kann da auch wieder so verschiedene Linien sehen, wie man sie überall auf der Erde sieht, wenn irgendwo was abgebrochen heruntergefallen ist. Diese verschiedenen Platten der verschiedenen Epochenzeiten, wie auch immer. Es gibt so viele interessante Themengebiete auf dieser Erde. Also Geologie ist bestimmt eins, Vulkanologie. Ich weiß gar nicht, warum die Menschen so erpicht sind, darauf in den Weltraum zu fliegen. Und wir haben unsere eigene Erde erst noch gar nicht richtig komplett erforscht und alles herausgefunden. Ja, da unten sehen wir den Fluss. Dem Lauf werden wir auch ungefähr 30, 40 Minuten folgen. Dann wird sich ein kleiner Flugplatz auftun und auf dem werden wir dann auch landen. Das heißt, ihr werdet zuschauen. Hier oben gibt es doch gar keinen Grund, tiefer zu fliegen. Außer, dass man vielleicht sich das Genick brechen möchte. Deshalb fliegen wir jetzt relativ hoch. Ich bin natürlich unterhalb dieser Kante, das sieht man. Und wir werden uns auch relativ tief unterhalb dieser Kante bewegen. Es ist halt man ist ein bisschen näher dran, es macht ein bisschen mehr Freude. Es sieht viel spannender, viel schöner aus, als wenn ich da, was weiß ich, aus 12.000 Fuß Höhe sage, guck mal da unten, der winzige Strich, das ist der Fluss im Grand Canyon. Es gibt ein bisschen Vegetation, aber nicht so viel.
Ja, und ich habe mir die Savage ausgesucht, weil sie hat gestern so viel Spaß gemacht beim Vorfliegen. Und ich halte das für unbedingt wichtig, wenn man durch Regionen fliegt, die man nicht kennt. Und gerade solche Sachen wie hier im Bergland. Dann sollte man wissen, dass man A, sich auf das Flugzeug verlassen kann und B, dass man es auch von der Bedienung und von der Steuerbarkeit, alles was so dazugehört, damit gut umgehen kann. Wir sehen, dass wir ein bisschen auf die Kurve drücken und ein bisschen flotter unterwegs sind. So, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Ich muss ab und zu einen Schluck trinken. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ihr könnt euch ja währenddessen entspannen und die Gegend angucken. Irgendwie habe ich es auch geschafft. Der Funk ist auch mal still. Es gibt auch ein paar alte Filme. Western-Style-mäßig, in dem irgendwelche verrückten Leute auf sag schon, wie heißt es? Flößen. Auf einem Floß, Flößen, je nachdem. Es gibt mehrere Filme, wo so Verrückte den Grand Canyon runterschippern. Ich glaube, es sind immer Frauen dabei. Es gibt immer Geschrei. Ich weiß nicht, ob wer die Filme so aus den 70ern und 80ern kennt, wo Frauen in diesen Filmen ständig am Schreien sind. Wobei ich hier nicht der Frau die Schuld geben möchte. Das sind ja die Drehbücher, aber es ist halt irgendwo, keine Ahnung, also ich kenne so viele Frauen,
die viel entspannter und ruhiger sind, als jedermann es sein könnte. Also da hatte man irgendwie ein sehr, sehr eigenartiges Bild. Natürlich, wenn man einen Schreck bekommt, zieht man mal die Luft hoch, hält man den Atem an. Aber das damals, das ständige Geschrei der Frauen in dem Film, war schon sehr eigenartig. So, wir sind jetzt schon sehr tief. Hier können wir uns das leisten, wenn es ein bisschen enger wird, dann werden wir wieder ein bisschen höher gehen, weil ich brauche immer so ein bisschen die Sicherheit, dass ich auch reagieren und agieren kann, sollte irgendwas sein. Wir haben eine Leihmaschine, ich habe vorhin noch alles nochmal durchgeprüft, natürlich meinen Pre-Flight-Check gemacht. Es war soweit alles in Ordnung, getankt haben wir auch genug. Also es sollte eigentlich unterwegs keine Überraschung geben. Das ist auch etwas, das ich über den zukünftigen Flugsimulator gehört habe, dass man da wohl tatsächlich sogar zufällig Ausfälle passieren können. Mit Sicherheit, wenn man es einstellen kann, dass es auch nicht passiert. Aber dann wird es halt interessant. Jetzt kann man so per Zeit kann man ein bisschen was einstellen, aber es ist ja langweilig, wenn ich mir einstelle, nach 17,4 Minuten Flugzeit fällt das oder dies oder jenes aus, das wäre schon irgendwie, keine Ahnung, sehr unrealistisch und so spiele ich nicht oder simuliere ich auch nicht. Wenn es dann tatsächlich so per Zufall die Sicherung rausfliegt und unten ins Zement geht und nicht, ja, das fände ich dann schon spannend. Das hat ein bisschen mehr mit Realismus zu tun.
bin jetzt ein bisschen gestiegen, damit ich dann hier über diesen Bergrücken fliegen kann. Weil da unten ist doch dann arg schmal, um die Kurven zu fliegen. Könnt ihr euch das ja mal angucken. Natürlich ginge das, aber ich mag ja dieses risikoarme. Risikofrei wird es wahrscheinlich in der Luft nicht geben, aber risikoarme Fliegen, immer ein bisschen vorausschauend, immer ein bisschen auf die Sicherheit bedacht. Es ist unwahrscheinlich ein schöner Anblick, wenn man etwas tiefer fliegt, ja. Aber wie gesagt, man muss ja nicht halsbrecherisch unterwegs sein. Das ist so ja schon schön. Ne? Und für alle, die es gar nicht spannend mögen, ich verspreche, dass ich nachher wieder ein bisschen tiefer in den Canyon reinfliege. Aber immer schön so, dass ich es vertreten kann, dass ich mich dabei wohlfühle. Dass ich auch weiß, ich habe noch ein bisschen Sicherheit da. Wir sind sehr flott unterwegs. Mit 155, 160 Stundenkilometer sind wir sozusagen absolut sicheres Polster. Da brauchen wir keine Angst zu haben, dass uns irgendwas passiert. Wir können natürlich jederzeit von irgendwelchen Leerollen, die über die Kämme kommen, überrascht werden. Seitenwinde, Wirbel, das alles gibt es ja. Aber wie gesagt, wenn man geschwindigkeitstechnisch und Höhe und Abstand zu allem, das alles ein bisschen berücksichtigt. Also ich fühle mich jetzt hier völlig entspannt. Ich habe keine Aufregung, nichts. Es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß. Hier gibt es so einen seitlichen Ausläufer. Da gibt es auch schon einige Kilometer, die man unterwegs sein könnte. Aber ich will ja dann auf dem Flugplatz landen mit euch, versteht ihr? Und es gibt hier nicht ganz so viele Flugplätze, wie ich gedacht hätte. Also ich hätte wirklich vermutet, dass es hier mehr gibt. Aber es ist so, wie es ist. Und das ist auch gut so, dass es so ist, wie es ist. Ich verlasse jetzt die Route mal. Ich fliege jetzt hier um den dicken Backenzahn rum. Einfach um zu zeigen, dass dieses Flugzeug auch um Kurven rumfliegen kann. Ihr könnt das sehen, dass ich die Kurve relativ sauber fliege. Die Libelle, die Blase bleibt immer ziemlich in der Mitte in der Libelle. Was ich nicht kann und werde, ändern werde, ist natürlich dieses Geschaukel. Das bleibt immer ein bisschen, gerade wenn man in solch Gefilden unterwegs ist.
sollte sich jetzt jemand wundern, da stehen doch Gebäude. Ich wundere mich selbst, ja, da stehen Gebäude. Also das müsste irgendwie ein Haus sein. Und da stehen auch zwei. Und da steht auch nochmal was. Ist ja mal was los. Vergessen, ganz, ganz wichtig, wenn man in solchen Bergen fliegerisch unterwegs ist, kann man viel machen, aber man sollte sauber fliegen. Also Kurven mit allen Rudern, wie sich das gehört, nicht einfach nur ein bisschen Seitenruder und Höhenruder, zack, rum in die Ecke. Eine saubere geflogene Kurve, egal wie groß sie ist, ist immer deutlich widerstandsärmer vom Fliegen her, als eine falsch oder schlecht geflogene Kurve. Und gerade in den Bergen ist es wichtig, dass man immer ein bisschen Energiereserve hat, Höhenreserven, nicht zu große Risiken, nicht zu tief ins Tal reinfliegen. Gucken, ob das Tal auch groß genug ist, um überhaupt darin fliegen zu können. Weil ich bleibe zum Beispiel hier oben, weil hier kann ich wenden. Hier kann ich die. Hier kann ich die Richtung, wenn ich da unten drin bin, muss ich den Weg runternehmen. Also ich glaube nicht mal, dass das breit genug ist, um dann, wenn man absolut in Not ist, sagen wir mal schnell genug ist, dass man in halben Looping eine Rolle fliegt und dann wieder in die andere Richtung geht. Ich weiß gar nicht, ob das da unten überhaupt funktioniert. Sei es wie es ist, immer ein bisschen auf die Sicherheit, auf die eigene und auf die der Passagiere achten. Und natürlich im Flugsimulator völlig ungefährlich, aber ich fliege auch da gerne so, wie ich in der Realität fliegen würde. So, der Flusslauf macht jetzt hier eine extreme Schlaufe. Die nehme ich natürlich nicht mit, sondern wir fliegen hier einfach über das Massiv hinweg, da über das Massiv. Und dann haben wir diese Schlängenlinien auch überflogen und missachtet. Ups, ja, entschuldigt bitte. Das habe ich keine Ahnung, wo das jetzt hergekommen ist. Ja, genießt einfach die Schönheit und vergesst, was ihr gehört habt.
sie kann winzig zwischen diesen gigantischen, massiven natürlich die Farbe der Kontraste sind wahrscheinlich, ne? Dieses extrem kräftige Gelb zu diesem blassen Wüstengelb. Nicht verwundert sein, das ist ein Knoten, diese Luftgeschwindigkeit. So, wir fliegen jetzt 80 Knoten. Naja, fast das Doppelte. Auch schön gemacht, die Sonnenseite deutlich heller. Schattenseite deutlich dunkler. Ich bin sehr, sehr fasziniert von der Optik. Bäumchen oder Büsche.
fettig auf ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte oder auf ein Stück Sahneeis. Oder Eis mit Sahne und so einer Kirsche. Hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Ja, das wenige Reden bringt mit sich, dass die Konzentration langsam runtergeht, deshalb halte ich mich jetzt mal ein bisschen. Je eher ich gelandet bin, desto eher kann ich den Film auf YouTube hochladen und ein Nickerchen machen. Aufgrund der Tatsache, dass ich angeschlagen bin, würde ich mich mal schreck schämen. Aber ich bin nicht so der Mittagsschlaftyp. Ihr merkt, es ist ab und zu ein bisschen schaukelig. Ein paar 21 Meilen, Knoten eine Meile, dann haben wir Platz. So, da steckt schon wieder ein Gebäude. Da unten könnt ihr mein Flugzeug sehen, da. Da.
So, dann werden wir jetzt noch ein bisschen aufsteigen und wieder ein bisschen wach werden. Ich habe keine Ahnung, ob der Flugplatz hier oberhalb von so einem oder unten drunter liegt. Runter kommt man immer. Ein bisschen Gas geben hier. Ups. Ich bin jetzt mit meiner freien Hand am Mikrofon hängen geblieben. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. So. Ach, das machen wir mal. Ich habe was entdeckt. Das hier vorne ist der Flugplatz. Vielleicht finden wir ja auch einen Windbeutel.
Sturmtasche. Windsack heißt es natürlich richtig, ihr wisst es ja. Ja, die Windrichtung wäre richtig, da drüben ist wieder mein Schatten. Und jeder ahnt schon, was jetzt kommt. Aber das muss ich machen. Das muss ich jetzt machen. Ist das schön? Ist das schön? Guckt euch das an. So viel Landschaft. Wir sind in zwei Brücken. Wir sind in zwei Brücken. Ja, das wäre auch der richtige Randflug. Also machen wir nochmal. Einen neuen Anflug. Sah schon bedrohlich aus, da durchzufliegen. Ne? Das ist so, da denkt man, wow, ist ja voll breit und so. Nein, das ist eigentlich gar nicht gewesen. Optisch ist das hier absolut schön, kann man überhaupt nicht sagen. Aber es war lange genug, glaube ich, für euch. Ich bin ziemlich müde, muss ich ehrlich sagen.
Ups. Also die Landschaft begeistert mich zusehends, zunehmends, beides. Ich finde es absolut schön hier. Und ja, Grand Canyon für mich absolutes Neuland. Auch das habe ich sehr genossen. Vor allen Dingen wissend, dass es immer wieder jemanden geben wird, der dabei ist, der sich das anschaut. So, wir rollen jetzt noch bis zu diesem Kaff da hinunter. Dann stellen wir die Piper ab und freuen uns unseres Lebens. Ihr hört, meine Nase geht ganz langsam ganz zu. So, da sind wir jetzt am Ende dieses Fluges. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Ich hoffe nur, dass mit dem Video und so alles geklappt hat. Dankeschön, dass ihr bei mir wart. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich hoffe, ihr habt den Flug bis zum Schluss genossen. Natürlich kann man auch mal ein bisschen nach vorne scrollen. Es wird nicht jeder Flug so lange, aber es darf ja auch mal ein bisschen länger dauern. Richtig? Richtig. Bleibt gesund, gönnt euch was Schönes, trinkt eine schöne Tasse Kaffee, ein nettes Feierabendbier. Bleibt gesund, wir hören uns wieder. Bis dahin, Adi, euer Flieger Michel.